take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archi Gaming. Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad Building Challenge. Es ist Samstag und ihr seht es da links schon, Jungs. Und wir haben zwei Spieler-SBCs, um die wir uns heute primär kümmern. Coutinho als Flashback und Trippier, Jungs. Was ist da denn bitte los? Ich dachte, es wird so genauso wie letzte Woche Samstag. Einen langweiligen Samstagabend. Irgendeine Spieler-SBC, die wahrscheinlich kompletter Flop ist. Und das war's. Ja, und EA gönnt heute richtig hart, Jungs. Wir haben nicht nur die beiden Spieler-SBCs, sondern tatsächlich auch neue Man of the Matches. Einmal am Start. Und bevor wir reinstarten in das Video, lasst gerne, wie gesagt, Liebe da. Aber nicht vergessen, Jungs, ich zeige euch hier im Startbildschirm, falls angezeigt wird. Und zwar geht es am Montag los. Ihr seht es. Moment, Jungs. Und zwar hier Eigentausch Nummer 3. Ich habe es euch heute Mittag schon im Video gesagt. Da haben wir uns, wie ihr wollt, es haben, Jungs. Ich habe in eurem Wunsch nachgekommen. Ein separates Video zur Season Nummer 6 gemacht. Außerdem habe ich euch gesagt, Eigenswaps Nummer 3 kommt am Montag um die Ecke. Natürlich alles frische an Informationen bekommt ihr hier auf dem Channel. Insofern gerne auf kostenfreier Basis schon mal ein Abo dalassen. Und heute der frische 19 Uhr Content natürlich. Wir kümmern uns drum. Und ganz, ganz wichtig, ihr wisst Bescheid, heute wieder lohnt sich die SBC. Yes oder no? Diese Frage stellen wir uns heute und ich möchte gerne eure Meinung wissen. Schreibt sie mir rein runter in die Kommentare. Interagiert mit dem Video, Jungs. Ist es für euch eher eine Top-SBC oder eher ein Flop? Zu beiden SBCs, sowohl zu Coutinho Flashback als natürlich auch zu Trippier, eure Meinung. Ich werde meine Meinung euch jetzt hier mitteilen. Ich bin gerade live bei Twitch. Die Meinung vom Twitch-Stream nehmen wir natürlich gleich auch noch mit rein. Und schauen uns dann natürlich sowieso einmal die Footbin-Geschichten an, also euch Stats und Co. Und da seht ihr auch jetzt hier einmal Kanté am Start. Ich blende euch jetzt mal komplett alle Spieler rein. Kanté, wir haben Laporte, wir haben Alvarez, wir haben Cavani und viele, 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 viele mehr. Ihr seht sie hier gerade alle eingeblendet. Gucken wir uns auch gleich mal bei Footbin an. Bei den Zielen ist nichts Neues, deshalb können wir heute direkt straight rein. Und zwar zu den SBCs. Und da haben wir eine neue Flashback-SBC. Marcelo ist gestern rausgekommen. Und zwar neben Trippier, ein zweiter bei Philippe Coutinho. Ja, Ex-Bayern-Spieler, jetzt zurück ja wieder in Barca. 7 Tage verbleibend und wir haben 5 Tage für Kieran Trippier. Jungs, was ist da los? Linkmäßig und statmäßig, jetzt schon mal Facecut-Stats, sieht schon mal sehr, sehr nice aus. 90 Tempo, 85er Dribbling, 90er Pass, wir haben 88er Def und 87er Physis, wir haben den England-Link, wir haben den Liga-Link und natürlich sowieso den Atletico Madrid-Link. Marcelo war eher gestern ein bisschen teuer. Eine nice Karte, nice Stats, ja, Linksverteidiger, der Perfect Link hier zu Rodrigo auf der linken Seite, ist eine richtig coole Geschichte, aber meiner Meinung nach viel zu teuer, Jungs, viel zu teuer, ja. Und hier wird gerade schon reingeschrieben, lohnt sich die Rodrigo SBC? Jungs, da haben wir gestern drüber gesprochen. Schau dir gerne das Video von gestern Abend an, auch an alle anderen, die sich das fragen. Ihr findet alles rund um FIFA-SBCs hier auf dem Kanal. Checkt unten in der Beschreibung den ersten Link ab. Da geht es direkt in die FIFA 21-Playlist. Alle SBCs findet ihr in dieser Playlist. Es lohnt sich, Jungs. Es lohnt sich, kann ich euch nur sagen. So, Trippier, Jungs. 2 Segmente. Wie teuer wird der ganze Kollege? 81, ey, what? 81er Grading Squad, damit fangen wir an. Was ist denn da los? Okay, und dann ein 86er. Mit dem Team auch drüber. Hä? WTF? Ey, ist voll okay. Jetzt mal ungelogen. Wer hätte gedacht, dass es hier losgeht mit dem 81er Graden Squad? Wir gucken mal rein in die Stats, Jungs. 3 Sterne, 4 Sterne. Ist genug für einen Rechtsverteidiger. Hochmittel sind die Arbeitsraten. 1,73 ist der gute Mann groß. Und dann haben wir La Liga natürlich England. Atletico Madrid Link. Oh. Oh, 99 Ausdauer. Oha. Oha. Könnt ihr Ingame sogar ZDM spielen, oder Jungs? Mit der Ausdauer, der läuft uns läuft durch hoch und runter mit Hochmittelarbeitsraten. Nice Karte, was ist da denn los, Jungs? EA gönnt ja mal richtig hart. Ungelogen, ich bin heute um 18:30 Uhr. Saß ich hier vor der Konsole und dachte mir so, boah Jungs, es wird genauso wie letzte Woche. Lasst uns mal eben schauen, Jungs. Lasst uns mal eben schauen. Was hat man letzte Woche? Was hat man letzte Woche rausbekommen? Ich guck mal gerade nach, Jungs, für euch. Bale SBC kam Freitag. Ah, genau, wir hatten die... Oh mein Gott. Oh, weißt du, was wir hatten, Jungs? Wir hatten die Showdown SBC Alonso und Mariano und dann hatten wir diese kaufbaren Packs. Wisst ihr das noch? Sind die auch da? Sind die immer noch da? Lass mal gucken, ob die jetzt wieder im Schlüssel sind, Jungs. Im Shop? Ich glaube nicht. Das wäre natürlich RIP, Jungs. Nein. Dahingehend ist natürlich nichts am Start. Okay, wissen wir Bescheid.
Nee, aber ich hab's, glaube ich, gestern, nee, nicht gestern, sondern ich glaube, ja, auf jeden Fall letzte Woche in irgendeinem Video und davor auch schon euch gesagt, Jungs, es ist zum Premier League Team of the Season nur eine Bale SBC rausgekommen, dann die Showdown SBC und sonst keine. Wir haben Thielemans noch als reine Spieler SBC kurz vorm Ende gehabt, aber das war's. Das war's. Und EA gönnt jetzt gestern diese Showdown-Geschichte, Marcelo. Heute dann der Trippier und dann auch einfach nochmal Philippe Coutinho. Den gucken wir uns jetzt an. 7 Tage ist der verbleiben, bekommt ein Flashback auf seine Foot 20 Team of the Season so far. SBC und damit 84er Grade in Squad mit dem Team of the Week, ein 86er im Team of the Week und 87er. Alright, also ein bisschen mehr. Wieder Tradable Packs natürlich, jetzt nicht die besten, aber wir gucken mal rein. 5. Jungs. Da müssen wir mal eben gucken. Er hat noch keine Special Card. Das wollte ich mal schauen, Jungs. Er hat wirklich noch keine Special Karte. Und jetzt kriegt er einfach eine 92er ZOM-Karte. 5 Sterne, 4 Sterne. Mittel Arbeitsraten für ZOM. Das gefällt auch vielen. Ich weiß, dass es auch viele nerven kann. Aber was hat der gute Mann? 98er Antritt, was? Moment, Jungs. Plus 21 auf Antritt, plus 19 auf Sprintgeschwindigkeit. Ja, moin. 92er ZOM Bayern-Karte hat er tatsächlich. Es ist das gleiche Rating. Wir müssen gleich bei Footpin das auf jeden Fall mal vergleichen, Jungs. 99er Beweglichkeit, 99er Balance, 90er Ausdauer. Alter, was ist das für eine Karte? What the hell? Ich bin gerade ein bisschen. Jungs, guckt euch mal bitte. 98er Dribbling, 98er Ballkontrolle, 99er Fee. Hat der Flair noch? Ja. Und Außenschuss. Oh mein Gott. Ey, ganz ehrlich, Jungs, für so eine Karte 84er, 86er und 87er. Vollkommen in Ordnung. Ungelogen. Das ist top. Und dann haben wir noch eine kleine Puzzle-SBC. Ein seltenes Goldpack gibt es da heute zurück. Gestern das 55k-Set, 65er. Gesamtrating 10 seltene, mindestens Silber, La Liga, Spieler aus einem Verein, maximal 5. Ey, Jungs. Jungs, ungelogen, das sind Top-SBCs. Philippe Coutinho und Trippier, big win. Big win, meiner Meinung nach. Wir gucken uns den ganzen Hasen jetzt auf jeden Fall mal bei Footbit an. Und, oh mein Gott, ihr schreibt mir gerne mal eure Meinung rein, runter in die Kommentare. Ich hätte niemals damit gerechnet. Was ist da denn los? Hier wurde reingeschrieben, der ist mega, aber eventuell zu teuer. Für so eine Killerkarte geht das fit, wird hier schon reingeschrieben. Coutinho mega geil, wie Trippier. Geht ja voll klar, wird hier reingeschrieben. Ist halt FIFA 21. Wann kommen die Ike-Swaps, würde wieder reingefragt. Jungs, ich werde es einfach jeden Tag jetzt gefragt. Ich habe, ich sage es jetzt gerne auch nochmal, falls einer das nicht mitbekommen hat. Montag geht es los. Also es ist der Wahnsinn. Ich würde sagen, wir gehen rüber zu Footbin, gucken uns die mal eben an. Und dann, Alter, let's go, Jungs. EA gönnt. So, Freunde, da sind wir bei Footbin am Start und hier seht ihr es einmal. Coutinho, Trippier, die gucken wir uns ja auf jeden Fall an. So, Kanté ist rausgekommen als Man of the Match, den gucken wir uns auch mal an. Cavani auch. Icardi, nee. Mahrez, Man of the Match. Er bekommt natürlich ein Headline-Upgrade. Laporte gucken wir uns mal an, der hat eh zu wenig Tempo. Dann hier Wants to Watch-Upgrade für einen Wang Hee-chan. Verena können wir uns auch mal kurz angucken und den Rest könnt ihr euch selber anschauen bei Footbin, Jungs. Ja, und jetzt die Frage natürlich, was kosten die SBCs? Mahrez, wie gesagt, bekommt sein Upgrade, das nicht vergessen. Und Kanté hat hier auch seine What-If-Karte, das nicht vergessen. Er bekommt ja leider kein Upgrade oder hat kein Upgrade bekommen, seine What-If-Karte. So, jetzt zu den SBCs. 3 neue sind am Start. Wir gucken mal, ob schon. Jo, es sind schon Preise da. Na, Alter, das. Ey, Jungs, ohne Witz. 130k für diese Trippier-Karte geht auch voll fit. Ich weiß nicht, warum hier das so negativ gesehen wird. Da gucken wir mal gerade rein. Hier wird es auch schon geschrieben, Jungs. Das war mein Anfang vom Video. This content is much better than Premier League. Ohne Witz, Jungs. Was gönnt ihr jetzt so hart? Gestern Marcelo SBC war auch eine nice Karte, aber übelst teuer. Und jetzt einfach heute 2 Spieler-SBCs. Was ist da los? Was ist da bitte los? Unfassbar. Unfassbar. Also preislich, Kieran Trippier finde ich okay. Finde ich vollkommen in Ordnung, Jungs. Und der mit einem Anchor, 93er Innenverteidiger, 94er Außenverteidiger, mit einem Shadow, 95er Außenverteidiger sogar.
keine Ahnung, gibt ein Engine drauf, wenn ihr ein Setengine spielen wollt oder irgendwie sowas. Alles, was ihr wollt. Versucht es. Probiert es aus. Nice Stats. Müssen wir nicht weiter drüber reden, Jungs. Und 130k ist vollkommen in Ordnung. So, das auf jeden Fall zu ihm. Kommen wir zu Coutinho und guckt euch mal bitte dieses Upgrade an. Wir gucken uns mal gerade noch Trippier an. Upgrade-mäßig. Moment, ist das resettet? Jawohl. Ist auch heftig. Gerade Tempo, gerade Physis. Sieht gut aus. Und Coutinho, überragend. Überragend. Heftiges Upgrade, Jungs. Mit seinen 5-Sternen, 4-Sternen und ohne Sean Kempsey-Style. 94er ZOM einfach. Musst du dir mal reinziehen. Das musst du dir mal reinziehen. Was machst du denn drauf? Deadeye? 97er ZOM. Dribbling ist schon top. Antritt ist schon auf 98. Wollt ihr die Sprintgeschwindigkeit ernsthaft noch hochballern, Jungs? Deadeye, oder, Jungs? Deadeye? Ich würde Deadeye gehen. Hunter sagen die hier. Ernsthaft Hunter? Nee. Nee. Hawk wird dir noch vorgeschlagen. Jungs, schreibt mir gerne mal euren Chemistry-Style rein. Schreibt es mir in die Kommentare. Welchen Chemistry-Style würdet ihr persönlich drauf tun? Ich glaube, ich Deadeye. Ja, Coutinho, wir können mal kurz in die Generations gucken. In Bezug auf sein Upgrade. Ich mache mir kurz nebenbei hier die Karte einmal auf. Zack, zack. 92er Tempo. 91er hatte er am Start. 90 Schuss hat er auch jetzt am Start. 92 Pass hat er jetzt anstatt 93. 97 Dribbling hat er anstatt 96, was er hatte. Dann hat er 59 der 4, 61 jetzt auf der neuen Karte und 72 Physis auf der neuen Karte. Hier 75. Und das war das auch damals der SBC? Ja, genau, Jungs. Das war eine SBC. Ja, das ist witzig. Ja, das ist halt jetzt hart ironisch. Ich erinnere mich. Dazu auch das Video auf dem Channel. Und ey, ungelogen, Jungs. Das geht vollkommen klar. Für den Preis, der wäre teurer. Oder, also, der wäre teurer auf dem Transfermarkt. Was der für Links bringt, 5 Sterne, 4 Sterne. Mittel, also der ist kein LM, kein linker Flügel oder sowas. Er ist schön ZOM, so wollen wir mit Coutinho haben. Und dann haben wir die neuen Man of the Matches. Kanté, lohnt sich das? Geht man da auf den What-If? Der What-If wird jetzt sinken. Da muss man natürlich echt diskutieren. Gut, Cavani hat zuletzt schon den Man of the Match bekommen, hat jetzt wieder einen. Hat schon die 90er Karte, da haben wir auch zuletzt drüber gesprochen. Für mich am interessantesten ist halt jetzt die Mahrez und vor allen Dingen die Headliner Karte. Das ist halt krank. Das könnte halt richtig krank werden, Jungs. 180k geht jetzt auch langsam hoch. Boah, damals die SBC. Man hätte sie einfach machen müssen. Was würde ich dafür jetzt geben, Jungs, wenn dieser SBC einfach zurückkommt? Es wäre fettes GG. So, Laporta hat natürlich diese Karte. Ja, dann ist auch einfach unnötig. Also ist wirklich unnötig. Klar, die ist viel teurer, die 88er, aber das Tempo ist halt einfach zu wenig. Real Talk, Jungs. Wir haben jetzt den 8.5., das ist zu wenig. So. Oh, stimmt, Wang. Oh mein Gott, Jungs, stimmt. Wang hat ja die 85er Karte, ne? Die kostet dann einfach wirklich nur, das muss ich mal reinziehen, die kostet einfach 21k. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte jetzt einfach an sein Once-to-Watch-Upgrade. Aber natürlich. Oh mein Gott. Er hat natürlich diese Karte. Ja, dann macht die natürlich auch keinen Sinn. Dann können wir direkt zu Rainer gehen. Und er macht halt auch einfach keinen Sinn. Komplett auch schon vergessen. Die Future Stars Karte hat er natürlich. Und davon 2 Stück. Okay, Jungs. Also, Man of the Matches. Es hat die falschen Spieler erwischt. Mahrez ist für mich der ganz klare Schlüsselspieler bei den Man of the Match Karten. Trippier und Coutinho. Fetter Daumen nach oben. Wenn euch das Video heute gefallen hat, könnt ihr gerne auch das Video supporten mit einem fetten Daumen nach oben. Lasst uns die 300, lasst uns die 400 Likes auf jeden Fall voll machen, Jungs. Und wenn ihr morgen wieder mit dem Start sein wollt und nichts verpassen wollt, morgen gibt es ein großes Pack-Opening zum La Liga Team of the Season. Dann gerne auf kostenfreie Basis die Glocke einmal unten aktivieren, Jungs. Checkt den Kanal ab, checkt die Beschreibung ab und lasst gerne einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum morgigen Tag. Euch noch einen entspannten Abend. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.